Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Dieser kleine Beitrag richtet sich an Fachpersonal, an Traumatherapeuten und Psychotherapeuten, aber auch an betroffene Menschen, die sehr viel leiden und für sich noch keine Lösung gefunden haben im seelischen und psychischen Bereich. In dem Beitrag hier möchte ich gerne mal mit euch eine relativ schwierige Konstellation beleuchten, mit der sich Therapeuten auch sehr schwer tun und die für Betroffene einfach ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Aussichtslosigkeit erzeugen, die aber vom Prinzip her einfach zu transformieren sind, sage ich mal. Und der Titel sagt es ja schon, Kontextverschiebung, man könnte sagen auch Reframing oder welche Begriffe man dafür bezeichnet. Und das ist eine Möglichkeit, ich erkläre das alles noch, was ich damit meine, das ist eine Möglichkeit, jahrzehntelang Therapie zu machen, ohne dass es auch nur ein Millimeter vorankommt. Und das ist auch der Grund, warum ich das Video hier mache, diesen Beitrag, weil Menschen mit dieser Struktur zu mir kommen, immer wieder und sagen, sie haben 30 Jahre Therapie gemacht, manchmal 40 Jahre Therapie gemacht und sie kommen einfach nicht weiter. Wie kann das eigentlich sein? Ja? Wie kann das sein, jahrzehntelange Therapie, ohne dass sich irgendwas verändert, wo wir doch Spezialisten, professionelle Leute auf der anderen Seite sitzen haben? Ja? Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Leistung auch, dass oder ein Leistung ist das falsche Wort, ein erstaunlicher Vorgang, ja. Niemand würde 30 Jahre zum Arzt gehen wegen dem Gleichen. Aber in dem ganzen, in dem psychischen Bereich, da sind wir halt immer noch nicht so wirklich auf der Zielgeraden, was die Gesellschaft angeht und was die ganzen Verfahren und die Anwendung, die Effizienz angeht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was meine ich damit? Kontextverschiebung, Kulissenschieberei, Reframing. Das sieht also so aus, aus Sicht des Betroffenen, also wenn du betroffen bist, dann sieht das für dich möglicherweise so aus, wie dass du verzweifelt nach Hilfe suchst. Ja, du gehst zum Therapeuten und du möchtest alles tun, um eine Lösung für dich zu finden, sei es Ängste auflösen, Depressionen, was auch immer das ist. Das heißt, du engagierst dich wirklich sehr, du möchtest eine Lösung haben, ja, und versuchst dem Therapeuten zu folgen. Und aus deiner Sicht sieht das dann so aus, als würde dich der Therapeut nicht verstehen. Als würde er dich nicht verstehen und als könnte er dir nicht helfen. Ja, also der Grund, wie du das rationalisierst oder dir erklärst, warum der Therapeut dir nicht helfen kann, das ist eigentlich zweitrangig. Die primäre Idee ist im Prinzip, dass du alleine bist und dir das Gegenüber nicht helfen kann. Gleichzeitig bist du aber in großer Not. Das ist deine Kindheitssituation gewesen. Ja, Verzweiflung, große Not, aber die Umgebung, da gab es im Austausch mit der Umgebung gab es keine Lösung. Es ist aber auch so, dass die Umgebung sich nicht komplett abgekoppelt hat. Das heißt, für diese Menschen gab es eine Form von Interaktion, von Kommunikation, die aber destruktiv und war und oft kann man sagen von, das ist oft so, was solche Menschen oft erlebt haben, ist eine gewalttätige Übermacht, wobei gewalttätig auch rein auf der kommunikativen Ebene gewesen sein kann, aber auch eben physisch. Und das bringt eben solche Menschen in ein Dilemma. Ja, sie werden wie gebunden, ja, weil es ist eine starke Interaktion. Sie erleben Übermacht und ihre Not kann nicht adressiert werden und sie versuchen da eine Lösung, ja, eine Pseudolösung zu entwickeln. Eine Lösung gibt es ja nicht in der Kindheit. Und dann haben wir eben dann kommt eben das raus, was derjenige seit der Kindheit versucht zu lösen und eben projiziert, weil die Kindheit ist ja rum. Der Therapeut ist in jedem Fall nicht wie die Umgebung, ja, definitiv nicht, aber der Klient erschafft immer wieder das gleiche Szenario. Und mit dieser Übermacht ist gleichzeitig verbunden,
dass sozusagen die Wut selber unterdrückt werden musste und die ganze Autonomiebewegung unterdrückt werden musste. So, das ist also ein einziger Brei, ein Durcheinander. Und das ist also ein Teil, der verzweifelt um Hilfe sich hinwendet. Dann haben wir den Teil, der verzweifelt versucht, seine Autonomie zu retten und mit der Aggression irgendwo hinzukommen. Und das bringt die Menschen in ein schwieriges Dilemma. Ja. Und wie gesagt, für dich sieht das dann möglicherweise so aus, dass dein subjektiver Eindruck ist, der andere kann mir nicht helfen, der Therapeut kann mir nicht helfen. Ich tue alles, was ich machen kann. Ich versuche mein Bestes, aber irgendwie kann der mir nicht helfen. So, und dann spürst du Wut, die du aber nicht in der Therapie mitteilst. Das ist der entscheidende Punkt für dich als Betroffener. Diese Wut, von der erfährt der Therapeut direkt nichts. Aus Therapeutensicht, wenn du so jemand hast, dann sieht das für dich so aus. Du möchtest dich auch einbringen als Therapeut. Du hast vielleicht tolle Verfahren gelernt, du hast Strategien, du hast großes Wissen, Erfahrung und so weiter. Containment. Und du kannst machen, was du willst. Es führt nirgendwo hin. Es geht keinen Millimeter weiter. Du kommst damit, dann kommst du damit, dann probierst du jenes. Dann dieses, dann probierst du gar nichts zu tun. Egal, was du machst, egal, ja, es kommt zu keinem Kontakt, zu keiner Annäherung. Aber der Klient ist nicht einfach still oder ist sozusagen aggressiv gegen dich, sondern das ist eben jetzt der Punkt, worauf ich hinaus will. Die Distanz, ja, die wird eben durch eine Kulissenschieberei, durch einen ständigen Kontextwechsel erzeugt. Und das ist, wenn man das nicht kennt oder nicht auf dem Schirm hat, dann kann einen das als Therapeut zur Weißglut bringen. Ja, das ist dann die Wut, die der Klient eben seit der Kindheit nicht kommunizieren konnte und heute immer noch meint, nicht kommunizieren zu können, und die erlebt logischerweise dann das Gegenüber. Also kann es sein, dass du dich als Therapeut völlig hilflos fühlst, ohnmächtig, rasend vor Wut und absolut keine Idee hast, was du mit dem Klienten machen sollst. Und das ist eben das Kindheitssetting, ja, was sich dann da ausdrückt. Und es ist eben nicht so einfach zu durchschauen, wenn man an Methoden hängt, wenn man strukturiert vorgehen will, wenn man selber mit Dingen noch identifiziert ist und immer noch selber Distanz erzeugen muss, dann kann es sein, dass man da auf diesen Vorgang reinfällt. Und das sieht rein praktisch so aus, dass ich ja als Therapeut zum Beispiel einen Vorschlag mache vielleicht, ja, oder ein Feedback gebe oder eine Frage stelle. Ja, also jede Interaktion mit dem Klienten als Therapeut, da habe ich ja wie eine Absicht dahinter. Auch wenn die mir in dem Moment vielleicht nicht ganz bewusst ist. Aber da ist eine Absicht dahinter. Und was der Klient dann macht, ist, er geht einfach nicht auf diesen Kontext ein, sondern geht wie so einen Schritt zur Seite und reagiert dann leicht versetzt. Ja? Und wenn du dem dann folgst als Therapeut, dann springt er vielleicht zurück. Ja? Springt einfach zurück oder springt in einen noch weiteren Kontext. Das heißt, er antwortet und arbeitet mit dir scheinbar, aber er reagiert immer nur mit Kontextwechsel und deswegen geht nichts voran. Das ist, ja, vielleicht müsste ich da mal eine Analogie zu geben, damit man es vielleicht besser versteht. Nehmen wir an, jemand kommt aus der Wüste und ist am Verhungern. So, da ist jetzt, und er trifft plötzlich da aus heiterem Himmel, ist da so ein Fünf-Sterne-Koch mit einem Buffet. Ne? Ist alles da, alles, was nur denkbar ist. Profi-Koch. Ne? So, und der aus der Wüste schreit: Hilf, ich bin am Verhungern, hilf mir, ich brauche Essen, oder, ja. So, jetzt der Fünf-Sterne-Koch, der denkt sich, ja, ich habe hier alles, dem kann ich auf jeden Fall helfen. Und dann fängt er an, ich biete dir, also wir haben hier zum Beispiel Braten und Pommes, möchtest du davon? Und dann sagt der am Verhungern ist, ja, ich habe ja gehört, man soll sich gesund ernähren. Und dann sagt der Koch, oh, ja, auf jeden Fall, wir haben hier auch
Smoothies im Angebot, sind gerade frisch gemacht. Und welche Obstsorte hätten Sie denn gerne? Und dann sagt derjenige aus der Wüste: wenn ich es mir recht überlege, also der Braten, der riecht ja schon ganz lecker. So. Und so geht das hin und her. Und dann sagt vielleicht irgendwann der Koch: Okay, also ich habe keine Ahnung, ja, was soll ich dir jetzt noch anbieten? Ja, ich gebe jetzt auf. Und dann sagt der aus der Wüste: Hilfe, Hilfe, ich habe Hunger, hilf mir, du musst mir was zu essen geben, du kannst mich hier nicht einfach fallen lassen. So, und dann fängst du vielleicht wieder an. Ja, okay, was machen wir? Was sollen wir denn jetzt machen? Dann sagt er aus der Wüste: Ja, keine Ahnung, du bist doch der Koch. So, als Analogie. So, das heißt, der Vorgang, dass derjenige aus der Wüste, der am Verhungern ist, was zu essen bekommt durch den Fünf-Sterne-Koch, der ja eigentlich alles parat hat, dieser Vorgang scheitert. Der scheitert durch das ständige Hin- und Herspringen von Pommes zu Braten zu vielleicht besser fasten oder Morgenessen oder doch Brötchen oder das Essen ist vergiftet oder sonst was. Ja? Ein ständiges Hin- und Herspringen. Und das ist frustrierend für den Therapeuten, aber eben nur so lange er was mit dem Klient machen will. Nur so lange. Und wenn ich so jemand helfen will, muss ich von meinem Film komplett raus. Weil egal, was ich dem Klienten anbiete, er wird es zum Scheitern bringen, ablehnen, verschieben, woanders hinspringen, hin und her springen. Ja, also die Annäherung ist nicht möglich. So, was ich machen muss, ist einmal mit meinen Methoden, meinen Konzepten, meinen Vorgehensweisen alle weglassen und anfangen, mich mitzuteilen als Therapeut, was das mit mir macht. Ich fühle Hilflosigkeit, ich fühle Ohnmacht, ich fühle rasende Wut. Mein Kopf denkt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihnen helfen soll. Das ist das, was den Kontakt beginnt herzustellen. Und auflösen tut es sich oder auflösen kann man es dann, wenn man den Fokus des Klienten auf diesen Mechanismus lenkt, ja, dass er versteht, wie er diesen Kontextwechsel herstellt. Und auch das wird er natürlich versuchen, durch einen Kontextwechsel zu verhindern. Und da muss man eben wirklich rigoros sein, aber trotzdem sanft und vorsichtig. Ja, rigoros, aber sanft und vorsichtig tracken und beschreiben, wie das passiert, wie derjenige das über die Sprache macht, ständig eine andere Kulisse herzustellen und überhaupt nicht auf den Kontext des Therapeuten einzugehen. Ja. Also das muss man ins Bewusstsein bringen, das muss man wie spiegeln. Ja. Zum Beispiel, wenn ich sage, wie fühlt sich das und das an? Und dann antwortet derjenige auf einen ganz anderen Kontext. Ja. Dann bringe ich diesen Kontextwechsel zur Sprache. Okay, schau mal. Schau mal, was hier passiert. Ich habe dir diese und diese Frage gestellt, ja? Und du antwortest aber so in diesem Bezugsrahmen. Und dann wird er wieder versuchen, das hin und her zu schieben. Ja, aber und vor und zurück und hin und her. So, und da muss man hinterhergehen. Ja, jeden Kontextwechsel benennen, beschreiben, klar machen, dass man kein Angreifer ist, dass es nicht geht um Macht, nicht darum geht, Macht auszuüben, sondern dass man helfen will. Ja, so. Und wenn das immer wieder passiert, dann versteht derjenige irgendwann, dass er das selber macht, ja, dass er selber den Kontakt verhindert. Und das ist natürlich, da werden dann starke Emotionen kommen, logischerweise, weil dadurch, dass ich das mache, diesen Kontextwechsel benennen und beschreiben, ist quasi das erste Mal, dass derjenige sich verstanden fühlt. Ja, weil das ist das, was eigentlich, wonach derjenige sucht, unbewusst, dass jemand das versteht, ja, was er da macht, um Distanz herzustellen. Also, das ist bei allen Klienten sozusagen der Fall, ja, dass wir suchen. Wir suchen jemanden, der das versteht, wie mein System Distanz herstellt, weil das ist die Ursache des Leidens. So, und dann, wenn der Mechanismus verstanden wurde, ja, dann kann ich auch, ja, weitergehen und fragen, was da für Ideen dahinter liegen.
Ja, also was ich mir vorstelle, was der andere denn angeblich Gefährliches tut oder Schlimmes tut, wenn es zu mehr Annäherung kommt. Ja, und dann sind wir im Floating-Bereich. Da möchte ich jetzt hier nicht nochmal alles erklären, aber einfach mal diesen Mechanismus rausgreifen, weil das so viel Leiden mit verbunden ist und Jahre, 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 Jahrzehnte an Therapie drauf geht, ja, einfach indem ich hin und her schiebe. Und es ist, wie gesagt, ja, es ist schwer auszuhalten, es ist schwer zu erkennen und schwierig, das aufzulösen mit dem Klienten, solange man nicht selber, ja, wie, ja, ich sage mal, durch einen Ego-Tod gegangen ist. Also solange man da irgendwie noch Therapeut sein will oder irgendwas machen oder irgendwas an was festhalten will. Ja, solange man irgendwie noch eine Therapie machen will und Erfolg haben will, demjenigen helfen will und so weiter. Also man muss ganz raus sein aus dem Spiel. Ganz komplett raus, sonst wird es schwierig. Also das ist der Mechanismus. Ja. Und für Betroffene, wenn du betroffen bist, wenn du dich wiedererkennst, es geht darum, dass du deine Wut unterdrückst. Die kommunizierst du nicht. Ja? Du kannst auch von dir aus die Sache weiterentwickeln, indem du realisierst, dass das, was du nicht mitteilst, ja, was du mit deiner Kulissenschieberei vermeidest, ist nämlich deine Wut mitzuteilen. Ja? Also die Kulissenschieberei ist ein indirekter Ausdruck deiner Wut. Es ist ein Ausagieren, ja, unterdrückter Wut. Statt einfach zu sagen, ich fühle Hass, ja, oder ich habe keinen Bock auf die Therapie, sagst du, ah, ich will unbedingt Therapie machen, aber ich schiebe das immer hin und her, ja, damit keiner mehr durchblickt und wir alle durcheinander sind und dann die Therapie scheitert. Das ist ein indirekter Ausdruck davon. Und das bringt dich nicht weiter, das hilft dir überhaupt nicht. Einfach zu erkennen, heute sage ich dir, ein normaler Therapeut kommt damit klar, wenn du sagst, ich fühle Wut und Hass. Da kommt der locker mit klar. Das ist was, wo du drüber nachdenken kannst mal, ja, und du kannst auch fragen, du kannst einen Schritt zurückgehen und fragen, würden Sie es aushalten, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich Wut und Hass auf Sie fühle? Würden Sie das aushalten? Ja, einen Schritt vorher, ja, und dann bekommst du ja schon Informationen. Ja, soweit dazu. Kontextwechsel, Kulissenschieberei, Reframing, eins der ja, schwierigeren Sachen auf der Beziehungsbindungsebene zu durchschauen und mit dem Klienten da durchzugehen und das aufzulösen.